Hallihallo, und da sind wir wieder. Mit meiner netten Pilotin Aveline. Und wir sitzen im Sektor Hatikvas Entscheidung wieder mal. Und zwar habe ich mir zunächst mal noch ein bisschen was an Flotte zugelegt. Ich habe jetzt 5 Zerstörerflotten. Da habe ich nochmal zugeschlagen. Und diese Zerstörer, die habe ich alle modifiziert. Die haben alle ein bisschen besseren Schiffsflugwiderstand als Modifikation. Die beiden Batterien habe ich auf mehr Schaden. Die beiden Hauptbatterien, Hauptlaser, die er hat, auf mehr Schaden ausgerichtet und die Schildkapazität habe ich erhöht und den Reisemodus so modifiziert, die Aufladezeit ist kürzer. Ja, das waren einige Modifikationen an den Zerstörern. An allen 5 ist es entsprechend gemacht. Das sind die einfach schneller, etwas stärker und durch das stärkere Schild halten sie auch mehr aus. Ja, die haben jetzt alle so 170.000 Schild, sind um die 180 Meter pro Sekunde schnell in der normalen Geschwindigkeit. Das ist ja falsch hier mit der Reisegeschwindigkeit, die Bezeichnung. Die Waffenleistungen sind ziemlich hoch, 422 die kleinen, steuerbaren Backbord und 1500 die beiden fetten Waffen oberhalb. Die Waffenleistung ist da stärker durch das Waffentuning, den Waffenschaden. Deswegen anhaltende Waffenleistung steigert sich dadurch. Die ist normalerweise bei 1100. Ja, und diese Werte hier, die kommen daher, dass ich die mit Strahlenlasern ausgestattet habe. Das ist oberhalb und unterhalb. Da haben die beiden dicken Geschütztürme mit Strahlenlaser. Und die kleinen Geschütztürme, Steuerbord und Backbord, haben die mit, sieht man ja auch hier nochmal, ja, das sind die getunten normalen Waffen. Und das sind dann hier die Strahlenenergie, da hinten sieht man es in weiß. Der da und der dicke da unten, das ist die Nummer 4. Strahlenenergie und der Rest ist alles Plasma. Daher kommt diese Waffenleistung. Ich habe da festgestellt, denn beim Rumspielen nämlich, wenn ich hier Steuerbord, Backbord, Strahlenlaser reinmache, sind das viel weniger als die 422 Megawatt. Und wenn ich oberhalb und unterhalb Plasma reinmache, ist es auch weniger als 1500. Das fand ich interessant. Das ist also schon irgendwo von Bedeutung, wie man die Kombination auslegt. Ja, so ein Schild kann er irgendwie nicht vollständig aufladen. 99%. Mehr schafft er dann nicht, der Bursche. Hat vielleicht auch mit der Modifikation, mit der Schildkapazität dann zu tun. Ist durchaus möglich. Ja, und die haben alle miteinander 12 Schiffe, 6 Perseus und 6 Pulsare da drin. Ja, dann habe ich die armen Teladis in Matrix 451, das ja die eingenommen haben, mit meiner Hilfe alleine gelassen. Die armen Kerle sind jetzt allein auf weiter Flur, müssen sich da alleine weiter drum kümmern. Ja, und da fallen auch die Xenon, seitdem ich meine Schiffe abgezogen habe, fallen die da gleich wieder ein, als hätten sie es gemerkt. Ja, und dann kämpfen die hier natürlich auch noch dauernd mit den Kark, statt dass sie sich um die Xenon kümmern, die Schlauen. Versuchen sie ständig, diese Station da kaputt zu schießen, die nicht kaputt geht. Eieiei, diese Jungs. Tja. Ich habe da noch einen Späher drin und sammle da kräftig nach wie vor weiterhin hier Container ein.
weil die ja ständig durch das Abschießen der ganzen Kargschiffe andauernd die Container noch drapieren. Das ist natürlich eine super Quelle für Container. Liegt ja alles voll. Ja, allerdings habe ich dann hier jetzt meine Flotten verlegt in Hatikvas Entscheidung. Die lungern jetzt hier gerade erstmal am Tor rum alle. Und bewachen das. Irgendwie ist da noch einer nicht ganz angekommen, scheint mir. Sieht fast so aus. Oder ist das der hier, wo diese Linie herkommt? Das irritiert mich dann schon wieder. Wenn diese Linie genau hierher zeigt. Schauen wir doch gerade mal nach, ob die alle vollständig sind. Die sind alle hier. Die sind auch alle hier. Auch alle hier. Auch alle hier. Alle da. Die sind also alle da. Was soll denn diese weiße Linie? Entfernen alle Aufträge. Machen wir das mal. So. Und schon fangen die an, sich zu bewegen, wie die Wilden. Da war wohl noch irgendwas blockiert. Wo wollen die jetzt hin? Das macht mich jetzt neugierig. Position beschützen. Ja, Jungs, seid ihr bescheuert? Das hat sich doch schon längst erledigt. Der Käse ist doch schon längst gegessen. Die Position beschützen. Jetzt fliegen die Blödmänner da wieder zurück. Die sind doch nicht ganz sauber. Da kann ich mir doch nicht mehr, da fällt mir doch nichts mehr ein. Entferne alle Aufträge. Und wieder zurück. Mann, 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 Mann. Das Positionbeschützen hatte der Flottenführer gehabt, Jungs. Ursprünglich mal. Nur der Zerstörer, den ihr beschützen sollt, bewachen sollt, begleiten sollt. Mann, Mann, Mann. Oh Mann, sind die dämlich. Sind sie denn jetzt wieder? Fliegen sie jetzt wieder hin? Ja, was haben sie es immer noch nicht kapiert? Position beschützen. Muss ich hier jetzt jeden einzeln anfassen? Oh Mensch, Jungs, ihr nervt. Was sind denn das für Schwachmaten? Da muss ich das anders machen. So. Da muss ich diesen Weg gehen. Die stehen da wirklich auf Position beschützen und das urplötzlich. Ohne Sinn und Verstand, Mann. Diesen Befehl habe ich diesen nie gegeben. Diesen Befehl habe ich dem Zerstörer gegeben, aber nicht den Jungs hier. Einzeln. Und das ist klar, dass die das ja übernehmen, aber wenn ich dann eben auch einen neuen Befehl an den Zerstörer gebe und den alten lösche, dann sollten die das gefälligst auch machen. Jei. So, jetzt haben sie es begriffen. Urplötzlich war da eben das Schild da. Ich meine, das ist klar, dass der hier auf Position beschützen steht in Hatikvas Entscheidung. Das ist ja auch sinnvoll. Das ist der Sinn der Sache.
Oh Mann, Jungs, ihr bringt mich hier um den letzten Nerv. Jetzt wollen sie wieder alle landen hier. Untergeordneter zurückrufen sollst du auch nicht. Das sollst du nicht. Nein. Was ist denn das jetzt hier? Wo beschützt der jetzt wieder angeblich eine Position? Wo sind sie? Na? Stiller Zeuge. Na, ihr bringt mich echt um den Verstand, ihr Jungs. Der soll Position beschützen, aber nicht in Matrix. Das hatte ich doch schon längst gelöscht. Mann, Mann, Mann. Das hatte ich schon ewig gelöscht. Was ist denn das für ein Schwachsinn hier? Position beschützen, ja, aber bitte hier. Die bringen mich hier echt um den letzten Verstand. Wenn die machen würden, was sie sollen. Mal gucken, wie steht der hier? Auch noch schon wieder auf Matrix. Das hat sich doch geändert, Jungs, dass ihr hier in Hatikvas Entscheidung bleibt. Und das Bestätigen geht nicht. Das ist gegessen. Junge, 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 Junge. Der hat's gefressen. Und da ist schon wieder so eine falsch. Auf der falschen Fährte. Die wollen unbedingt den Teladis helfen. Unbedingt wollen die den Teladi helfen. Die sind da ganz gierig drauf. So, Hatikvas Entscheidung. Okay. Hatikvas Entscheidung. Okay. Hatikvas Entscheidung. In Ordnung. Was Entscheidung, okay. Mann, 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 Mann. Jetzt sind die bis dahin geflogen. Wie Dämmlacken. Die fliegen ja immer noch. Was hast du vor? Und du sollst nicht kämpfen gegen irgendwelche Schwarmwächter. Du sollst hier Fracht einsammeln, mein Freund. Und zwar gerade das nette Envidium-Kristallit, das ich immer gut gebrauchen kann. Genau das sollst du sammeln. Oh, das ist ja interessant. Fortschrittliches Schiffsnanogewebe. Was finde ich denn da? Was hätte der Depp jetzt liegen lassen? Den holst du dir. Und
Wieder Invidium-Kristallit, jawohl. Und Invidium-Oxid. Und schon wieder Kristallit. Genau das brauche ich. Genau das brauche ich. Und den Rest kann ich richtig teuer verkaufen. Tuning-Software habe ich genug. Noch was. Alle Kark weg. Das alles Nettes. Das ist dann so das Übliche. Und jetzt ist es auch weg. Okay, dann muss man sich auch nicht mehr drum kümmern. Ja, die armen Teladi, die kämpfen und kämpfen und kämpfen da mit der Kargstation sinnloserweise. Jeder Mensch hätte die schon längst liegen lassen, links. Weil diese Station nie ihre 100% Hülle verliert. So, jetzt hole ich mir aber auf jeden Fall das Zeug hier bei ihm ab. Guten Tag, Unsichtbar. Ich wollte doch hier gar nichts. Übernimm die Kontrolle. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist sinnvoll. Wenn man sich verklickt hat. Inventar her. Gib das Inventar her. Fortschrittliches Schiffsnanogewebe. Modifikationen. Rumpf. Fortschrittliches Schiffsnanogewebe. Kann ich jetzt schon die bessere Variante mal bauen? Na gut, das ist nur eins. Da hätte ich nur einen Würfel. Einen Wurf. Bis zu zwei weitere Eigenschaften. Hier geht nur das Einfache. Gibt's nur Einfaches. Der Schmierer. Das gibt dann natürlich wieder negative Eigenschaften. Nehme ich dann doch mal an. Naja, das kann man dann bei Gelegenheit mal checken. Ist natürlich eben nur eins. Das erste Mal, wo ich jetzt sowas Fortschrittliches gefunden habe. Ja, interessant. Ja. Gut. Was geht hier ab? Da sind sie wieder, die Kark. Und lassen schon wieder Sachen liegen. Eieiei. Verlieren schon wieder Zeug. Zweimal einfaches Schiffsnanogewebe. Zum Tunen des Rumpfes.
Beschädigt der Sensor zum teuer verkaufen. Einfache Sache. Oh ja, Invidium-Kristallit. Wichtig. Mikromotor ist nicht so wichtig. Wie diese Sachen zum Tunen der Waffen. Dann geht es hier gleich weiter. Fluxkompensator, teuer zu verkaufen. Da liegt wieder ein Minium-Kristallit. Na gut, sammel einfach mal auf. Sammle, was du kannst. Einfache Waffenkammer. Wo ist er denn? Da ist er. Und noch ein beschädigter Sensor zum Verkaufen. Und nochmal. Und wieder was. Na, hoffentlich schafft er das, bis er da oben wieder ankommt. Was liegt hier? Gut, das wird verschwunden sein, bis der da dort ist. Nehme ich dann mal an. Und da kommen schon wieder neue Karg. Da hat der Karg auf mein Schiff geschossen. Du vernichtest niemanden. Sammelt man schön Container ein. Na, kriegt er den noch oder erst morgen? Ich hätte da mal einen Tipp, die Taste O drücken. Alter Paranide. Holen die das Kristallit und das Oxid. Das ist interessant. Das braucht man zum Bauen, zum Modifizieren. Ionenkristalle habe ich ja jetzt auch schon jede Menge. Ich weiß nur nicht, was ich damit machen soll. Verkaufen kann man sie auch nicht. Habt ihr noch irgendwas Interessantes? Ja, Iliumoxid. Treibstoffkanister. Beschädigte Sinzer. So, dann geht doch erstmal hier aus der Kampflinie raus. Lass die mal kämpfen.
Schalt mal die Nachbrenner ein, Freund. Und gib mal Gas da hoch. Was machen denn jetzt inzwischen meine Schiffe wieder hier? Haben die es endlich begriffen? Was geht denn hier ab? Freunde, ich hoffe, ihr seid jetzt fit und alle komplett und marschiert nicht in irgendwelchen anderen Gegenden herum. Ich wusste es doch, dass da irgendwelche Dämlacken hier schon wieder völlig fehl am Platz sind. Ei, mein Gott. Es ist nichts zu beschützen, der Mensch. Bescheuert oder wie? Ich könnte mich ja nur noch aufregen über diese Flottensteuerung. Die machen ja alles, nur das, was sie gar nicht machen sollen. Das machen die. Haben die es irgendwie bald mal begriffen? Mensch, Mensch, Mensch. Du sollst da nichts mehr beschützen. Dein Chef ist schon längst woanders. Und wartet auf dich. Eine Stunde schon. Eieieiei. Sind die schlau. So, hau weg. Hau weg den dicken. Paff. Jawohl. So, und dann verteilt euch mal schön und haut mal dieses ganze kleine Gesocks da weg. Da war doch noch so ein Dickschiff von denen. Wie schaut's hier aus? Oh, da müsste ich vielleicht mal schnell einen nicht mehr angreifen lassen, sondern zum Reparieren schicken. Reparier dich. Aus angegriffen. Schluss mit angreifen. Lebt er noch? Ja. Raus aus der Schusslinie. So, lebt der noch? Auch. Er darf jetzt den Container aufmachen. So, Flotte, Doppelklick. Da sind wir wieder. Die Reihen lichten sich. Die Reihen der Roten. So, der fliegt weg. Oder ist schon weg? Ist der weg? Scheint so. Ja, der ist da oben. Haben wir noch einen zum Reparieren? Nein. Wir haben alle noch volle Hülle. Sind alles noch 12 Stück. Das ist schön. Dahin hätte ich sie, glaube ich, auch schicken können. Die kaputten, ja. Da könnten die auch hin. So, macht die mal fertig. Macht sie fertig. Ich habe doch da auch einen zum Einsammeln. Hatikvas Entscheidung, da ist er. So, geh mal sammeln. Ich hätte da in Argon Prime nebendran noch einen. Allerdings habe ich ja hier meinen Perseus auch noch. Der kann ja auch gut sammeln. Ja, doppelt hält besser. Obgleich das Perseuschen könnt ihr jetzt auch hier schon wieder sammeln. Dann machen wir den ersten Befehl mal weg. Klick. So. Dann soll er erstmal hier sammeln.
Die Dame. Wie schön, hier ist alles grün. Das ist schön. So, und jetzt gleich wieder ins Matrix. Was macht der Freund? Was tust du da? Warum machst du den Container nicht auf? Und hier geht es schon wieder rund. Okay, nach dem Container bitte aufmachen, die nächsten einsammeln. Aber ich hole mir das, was er hat, inzwischen nochmal ab. Damit ich sicher gehe, dass das nicht verloren geht, falls sie den Burschen abschießen. Der hat ja mittlerweile fast 5 Sterne. So, mach mal diesen Container auf und dann sammelst du mal schön. Jetzt schau dir das an, hier ballt sich die Macht der Teladi sinnloserweise. Jetzt kommen gleich wieder Kargschiffe aus dem Weltall gestürzt, gespawnt, mit ihrem torlosen Sprungantrieb und dann kommen die alle wieder zurück. Da sind sie schon. Zack. Da sind sie schon wieder zurück, die Karg, um ihre Station zu bewachen, die sinnloserweise die Teladis angreifen. So, wie geht's hier voran? Was macht mein Spieler, Perseus-Spieler? Sammelt noch. Was macht der Pegasus? Auch noch am Sammeln. Jawohl. Fleißig, fleißig. Warum fliegst du dahin? Gut, dann machen wir das so. Dann sammelst du eben jetzt hier. Hier liegt ja genug Zeug rum. Dann sammle eben da ein. Wie ich sehe im Hintergrund, hat er erfolgreich den Container aufgeschossen. Und schon wieder Sachen eingesammelt. Die siegreichen Recken. Sieh da. Wie sehen sie denn aus, meine Recken? 12, 12, 12, 12, 12. Kein Schiff verloren. Hier ist immer noch einer nicht richtig gebrieft. Der will immer noch die falsche Position beschützen. Hat's noch nicht begriffen, dass sein Chef ganz andere Befehle hat. Muss man alles selber machen. So, mein Freund, wo bist du unterwegs? Den darfst du gerne aufgeben, diesen Auftrag. Das ist wieder alles weg, was da lag.
heißt das Gratifizieren hier? Dann sammeln wir es eben ein. Noch mehr diese Kark. So, zurück zu meinen Flotten. Wie geht's denen? So, ihr Freunde, alles eingesammelt. Habt ihr fein gemacht. Erreiche System. Antiquars Entscheidung. Kann ich helfen? Gib mir! Bevor du das wieder abgeben musst und einen Polizeichef übergibst, dann gibst du mir das lieber. Kann ich helfen? Ja, gib mir dein Inventar. So, wow, jetzt habe ich schon 98 Envidium-Kristallit. Hey, da kann ich viel bauen. Schon wieder 9 Millionen ist das wert, das ganze Zeug. Puh. Allein 7 beschädigte Sinsas. Oder hier 17 programmierte Feldmatrixen. Das kommt schon gut, ja. Das kommt schon gut. Und da haben wir noch unseren Freund in Matrix. Der dann noch sammelt. Ja, Mann, sammle. Das ist gar nicht weit weg. Guck. Kannst du alles einsammeln? Schau. Hey, bleib stehen. Was ist denn das jetzt? Zuck hier nicht rum. Was haben wir da noch? Nehmen wir mit. Und noch ein Hochenergiekatalysator. Diese Kark, die kriegen da von den Teladis jedes Mal das Ohr. Wir schicken aber doch immer wieder neu da Schiffe hin.
Was das? Was das? Oder kämpft er noch? Wer kämpft da noch mit irgendwas? Was liegt denn da noch? Waffenkammer und Treibstoffkanister. Ich wüsste gerne, was mein Rechner gerade macht im Hintergrund, weil der so langsam ist. Erreiche System Matrix Nummer 4. Kann ich helfen? Gib rüber. 100 Enidium-Kristallit. Ist das nicht fein? Ist das nicht toll? Ja, das ist toll. So, jetzt reicht's hier mal. Geh da mal landen. Dock da mal an. Jetzt haben wir mal genug gesammelt. So, die lieben Xenon, wollen die hier noch eine Station bauen? Ich sitze da noch im falschen Schiff. Ich wollte in meinen Pulsar. Erreiche System, adäquate Entscheidung. Das brauche ich nicht. Docke an. So, Schatzi, lass mich mal setzen. Hallo. Wir wollen mal etwas fliegen. Wie wär's mal mit abdocken? Und los geht's. Ist denn mein Ziel? Irgendwo sollte das sein. Irgendwo da ist die Station. Hier sind so Reste. Stopp. Full Stop. So. Das ist die Xenon-Station. Ist die jetzt noch im Bau? Müssen wir mal checken. Das müssen wir mal checken. Das kann man schlecht erkennen, ob das jetzt noch schon ein Wrack ist oder ob die noch im Bau ist. Nichtsdestotrotz. Schauen wir mal, ob wir das Baulager finden. Ist das ein Astro oder ist das ein Baulager? Das muss ja hier in der Nähe sein, das Baulager. Das da ist das. Geh mal in die Reise. So, haben wir das
das Baulager zerlegen. Dann kann da nicht mehr weitergebaut werden. Lagercontainer des Baulagers weg und dann hat sich das mit Weiterbauen vorne eine Xenon-Station erledigt. Weg damit. So, den Rest kriegen wir nicht klein. Der ist unzerstörbar, wie so wie Kark-Station. Da ist wieder jede Menge Container. Zeug rausgefallen. Container. Energiezellen. So, wo trommelt das hier? Wo sind die Feinde? Gibt keine mehr. Hat sich erledigt. Schon geklärt. Gut, dann geben wir mal wieder an meine nette Pilotin. Hallo. Na komm, hierher. Und lass uns da mal sammeln. Was hast du vor? Was hast du vor? Andocken? Nee. Wollen wir nicht. Container sammeln wollen wir. Auch jede Menge Argonenjäger hier. Patrouillenzerstörer. Wer will da schon wieder was? Container ansammeln. Was ist das für eine Linie hier? Wer ist das? Ah, ein Trader. Der will handeln. Okay. Keins von den schlauen Schiffen, die schon wieder irgendwo im Matrix da meinen, sie müssen noch patrouillieren, wobei sich das schon längst erledigt hat. Das ist jetzt gegessen. Ja, jetzt sind die alle hier. Patrouillieren alle hier. Hol dir erstmal dieses Kristallinmehl. Willst du nicht? Gut, dann nicht. Gut, ein Lithiumoxid wird auch genommen. Sie macht das schon recht fein. Tisch. Den bauen wir jetzt schnell weg, der gesehen und wusch. Was gibt es da zu finden? Ah ja. Und dann
Taran. Taran. Taran, tam, tam. Taran. Taran. Tja, ich glaube, wo ist der? Hä? Wo ist mein Speer hin? Speer? Vom Nebel? Ich hab den doch da geparkt. Nee, mein Perseus war das. Ja, der darf nämlich jetzt dem mal die Sicherheitscontainer öffnen. Ja. Und warum? Weil es kann. Da ist noch eine. Ja. Bereite dich darauf vor, vernichtet zu werden. So. Ein Teleport. Kann ich helfen? Ma'am. Madam. Hallo auch. So. Irena. Ist das auch konfiguriert, wie das richtig ist? So. Nur ein Laser. Das kann nämlich die Irena nicht. Ich kann das nicht. Das muss ich für die Rena machen, damit die das richtig macht mit den Containern. Die begreift das nicht. Kann ich helfen? Kann ich helfen? Okay, weiterarbeiten. Auf Wiedersehen. Weiterarbeiten. So, jetzt wäre da zu überlegen. So, da hüpfen wir zurück in mein Pulsar. Habe ich da ein Speer verloren? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bin mir da nicht sicher. Bin ich mir nicht sicher. Der kann eigentlich auch mal docken hier. An meine Station. Darf der mal docken? Obgleich, da könnte ich sowieso hin teleportieren. Kann man Dockaufträge nicht entfernen, so Mensch. Nicht andocken. Dock mal in der Handelsstation. Da ist es auch nett und warm. Ganz warm und angenehm. Da gibt es auch eine Kneipe und gutes Bier. Das berühmte Paranidenbier. So, die Frage, die sich hier stellt, ist: Fall ich als nächstes in diesen Sektor ein? Zum Aufmischen. Da hätte ich natürlich viel zu tun, diese ganzen Stationen abzuballern. Puh. Sind bestimmt auch alle beschützt irgendwie. Ich will da erstmal einen Aufklärungsflug unternehmen. Dann nehme ich aber dann mein Perseus. Das mache ich nicht mit dem Pulsar. Majaglitz. Und so, wo bist du?
als dir. Alle auf ihn. Das arme kleine Schiff. Auf ihn mit Gebrüll. Gib's ihm. Mein Gott, das ist schon wieder eine Stunde. Tätterette. Eieieiei. Schon wieder eine ganze Stunde einfach nur Gameplay. Ganz normal. Gezockt hier. Hin und her. Autotrader traden automatisch. Und Autoschürfe schürfen automatisch. Die Fabriken verkaufen selbst von selbst. Und die Untergeordneten tun was, wenn sie was zu tun haben. Hier ist sogar ein Mineralienschürfer schon da. Der verkauft mir bestimmt Erz. Könnte ich doch wetten, dass der mir Erz verkauft. Wir können ja mal reinschauen, wie es meinen Fabriken gerade so geht. So, die Waffenkomponentenproduktion habe ich noch nicht angefangen, weil ich brauche zwar keine Materialien mehr, aber ein Konstruktionsschiff habe ich vergessen. Tja. Hopp kann ich nicht nehmen, das wird nämlich hier abgeschossen. Das wird bei den Kollegen dann abgeschossen. Weil die sind ja im Krieg, da muss ich schon einen Paar oder einen Tail nehmen. Teladi ist da. Und der Paranid ist da. Oh ja, dann nehme ich doch das von den Paraniden da. So. Und dann kann auch der Bau hier von der zweiten Waffenkomponentenproduktion beginnen. Ja. Moduländerung muss man keine mehr übernehmen. Das sieht schon mal gut aus. Das wird auch immer mehr. Ja, und hier beliefern mich da ein paar. Ich glaube, das kann ich jetzt mal unterbinden. Ja. Ich würde mal den Handel mit Fremden auch mal beschränken. Im Anschluss. Automatisch kaufen bis, muss ja stehen bleiben, damit die eigenen Stationsschiffe auch richtig arbeiten. So, wird hier was gekauft? Absolut wird hier was gekauft. Oder meine Frachter verkaufen. Denn hier war schon mehr Teladianium drin. Ich bin mir da auch schon angeflogen worden. Guck mal, was passiert, wenn ich den Preis mal ein bisschen höher setze. Ob es da wieder mehr wird oder nicht. So, was passiert hier? Hier kauft ein Paranidenfrachter. Wenn er kaufen kann. Wenn er nicht abgeschossen wird vorher. Im Feindesgebiet. Graphen. Ach, das ist alles so knapp drüber. Währenddessen veredelte Metalle. Die werden ziemlich verbraucht. Wie ist das? Woran liegt das? Produktion pro Stunde 2,4. Verbrauch pro Stunde 2,24. Also auf jeden Fall mehr Produktion als Verbrauch. Das auf alle Fälle. Und kaufen kann keine. Durch den grünen Pfeil. Verkauft weder mein Stationsschiff was davon, noch kaufen NPCs etwas davon, weil der grüne Pfeil noch nicht überschritten ist. Und er hat mehr. Interessant.
Hat einen kleinen Überschuss, den ihr produziert. Naja, vielleicht steigt es auch nur ganz langsam an, wer weiß. Was machen denn die Hüllenteile? Und die Plasmaleite. So, Waffenkomponentenfabrik wird gebaut und Waffenkomponenten vielleicht auch verkauft. Tja, so sieht das aus. Lassen wir es laufen. Sind nur 8 Millionen Überschuss im Moment. Das ist jetzt nicht die Welt. Naja, wo bin ich hier eigentlich? Bei der Aflin bin ich wieder. Ah ja. Die passt hier auf. Genau, die sieht hier nach dem Rechten. Ob meine anderen Campen das auch alles richtig machen. So. Hier ist immer noch so ein rotes Teil. Ist da vielleicht auch noch eine Baulage? Ich lass dich auf! Hol dir die programmierte Feldmatrix. Ja, jetzt haben die Xenons hier keinen leichten Stand mehr. Schädigte Sinse. Den kann man eigentlich nicht auslassen. Den muss man einfach mitnehmen. Meiner Glied kann ich vergessen. All den beschädigten Sinse, der ist so teuer und gut zu verkaufen. Da muss ich zugreifen. Den muss ich mitnehmen. Was machen denn die Teladis? Da sieht man, wie der Zerstörer an war. An der Arbeit. Von unseren netten Freunden, den Xenon. Naja, sind ja eigentlich genug Teladis hier unterwegs. Da können die sich da auch mal selbst helfen. Was macht eigentlich mein Mädel hier? Betrunken oder wie? Zu viel Raumsprit. Wo will denn die jetzt hin? Ach so, das auflesen. Gut. Genehmigt. Und dann fliegen wir jetzt mal dahin. Zack. Lass mich mal setzen. Dahin, wo diese komische Station ist. Das müsste dann wohl irgendwie nochmal eine zweite sein. Oder die wollen schon wieder eine neue bauen. Unsere Xenon-Freunde. Ja, das heißt also, dieses Baulager hier ist jetzt gleich wieder Geschichte. Ja, das ist ein Xenon-Baulager gewesen. Thank you.
So, das hat sich ausgebaut, Jungs. Das hat sich ausgebaut. Ich bin hier und das ist die Station ist da. Da liegt wieder hinten ein Krempel rum. Silizium und Energie. Tja. Dann noch ein Baulager existiert. Auf jeden Fall ist da nur ein Bauplatz. Die Station ist gelb und nicht mehr rot. Was auch immer das heißen mag, dass die jetzt gelb ist. Lass uns da nochmal nach dem Rechten schauen. Warum habe ich da eigentlich keinen Pfeil jetzt, wenn ich da einen Leitstrahl gesetzt habe? Warum habe ich da keinen Pfeil? Da oben ist ein Pfeil. Und der ist doch, der bewegt sich nicht, wenn ich das mit der Maus zeige. Nee, aber da erscheint doch normalerweise auch noch ein Richtungspfeil. Normalerweise, ja. Was ist schon normal? Diese Station sieht nicht wie ein Wrack aus. Sie ist nicht braun. Albatros, Angreifer. Nee. Aber so richtig ganz sieht's auch nicht aus. Tja. Schauen wir mal, gibt's hier vielleicht noch ein Lager? Das ist ein Astro. Das ist ein Behemoth. Das Baulager wäre ja jetzt ziemlich weit weg gewesen. Eigentlich. Ich sehe aber noch keins. Da unten vielleicht? Nee, das ist auch ein Astro. Eigentlich sind diese Baulager ja nie weit weg. Nie weit weg von der Station. Da ist noch was. Da scheint was zu sein. Das sieht nach Baulage aus. Oder auch nicht. Das ist so elend weit weg. Eigentlich ist das viel zu weit weg. Das ist aber eins. Das ist tatsächlich eins.
Ein Baulager der Xenon. Ha! Soll ich noch eine Station bauen? Ich bin jetzt hier. Da. Und die Station ist da. Der Bauplatz ist auch hier. Ich bin ewig weit weg. Das gehört zu den Merkwürdigkeiten hier. Des Spiels. Nun denn, auf zum fröhlichen Abschießen. So, das war's. Ausgebaut hat sich's. Schluss mit lustig hier. Schluss mit Baulage. Dass ich das überlegt, hier ist das Baulage und da hinten ist die Station. Tja. Kilometer weit weg. Das ist doch durchaus merkwürdig. Das halte ich jetzt für sehr merkwürdig. Was ist denn das hier noch? Das ist noch ein Wrack. Ja. Da ist aber sonst jetzt hier nichts mehr weit und breit drumherum. Gebe Gas. Schon etwas mehr anstrengen. Was schwebt denn hier noch im Raum? Ach, das sind Baulagerreste. Das habe ich schon abgeschossen. Das heißt, das müsste eigentlich das echte Baulager von dieser Station sein. Zumindest ist es näher dran. Weg ist sie. Sie ist verschwunden. Scheint verschwunden zu sein. Nee, da ist sie noch. Jetzt ist sie wieder rot. War mal gelb. War mal gelb. Jetzt ist sie rot. Sehr merkwürdig ist das alles. Kommen allerdings jetzt auch keine Xenon-Transportschiffe hier mehr durch, die irgendwas beliefern wollen. Wo kein Baulager, da kein Beliefern. Da ist er. Ah ja, ist noch da. Die existiert hier noch. Und das ist der Schrott von einem Xenon-Zerstörer. Genau. Jawohl. Da haben wir das noch. Das kann man nicht ins Ziel nehmen. Angreifer. Da kann man nicht ins Ziel nehmen.
Wir fangen grob an. Ich habe natürlich keine großen Chancen gegen meine Jungs. Da schalten wir uns die Ionenblaster mal zu. Geben noch etwas Gas im Reisemodus. Und damit geht's los. Also der ist ja schon fast weg. Das war's dann. Mhm. Tja, viele Hunde sehen das Hasen tot. Zack, ein Biliumkristallin. Sehr schön. Da lag nur noch was. Da ist noch was. Container. Da lag der Treibstoffkanister. Zack. So. Was ist das jetzt? Der ist doch schon explodiert. Der ist nochmal explodiert. Das erst recht. Vielleicht hat er ja irgendeinen Teladi eine Rakete abgeschossen und die ist jetzt erst angekommen. Zu spät. Hier muss man aufpassen wie ein Luchs. Sonst schießen die einen noch ab, ungewollt. Und hier schon wieder was durch. Ramba Zamba. Eine programmierte Feldmatrix. Da werde ich meinen Platz mal räumen müssen. Hallo auch. Da soll die junge Dame mal ran. Die kann das. Was haben wir hier noch? Iridiumoxid. Nehmen wir doch mit. Silizium geht nicht. Den Kram können wir nicht gebrauchen. Ich wurde aufgefordert, meine Fracht auszuwerfen. Das ist schön für dich. Das machst du aber nicht. Das ist verboten. Einfach Fracht auswerfen. Eieieiei, schon wieder eine und eine Viertelstunde hier. Ja. Also insofern mache ich an dieser Stelle mal das Video wieder zu. Hey, das könnte ja ewig so weitergehen. Allerdings werde ich jetzt das Video erstmal beenden. Ich sag da mal, wer so lange zugeschaut hat, hat es verdient, dass ich ihm ein großes Dankeschön fürs Zuschauen sage. Und dann sage ich erstmal Tschüssi. Jetzt reicht erstmal. Das dauert ja ewig zum Upload hier wieder. Fast 1,5 Stunden. Also dann, lasst euch gut gehen und tschüss.